Richard Wagner und seine Opern werden von heute an wieder in Bayreuth gefeiert. Dort haben am Nachmittag die Festspiele begonnen, in diesem Jahr mit einer neuen Inszenierung des Parsival. Im Publikum, wie immer zum Auftakt, viel Prominenz aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Anders als sonst aber waren die Festspiele diesmal bis kurz vor dem Start noch nicht ausverkauft. Pünktlich zu Beginn der Festspiele wird Bayreuth von einem kurzen Unwetter heimgesucht. Schnell bringen zum Beispiel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel den roten Teppich hinter sich. Das Aufkommen an Prominenten erscheint genauso hoch wie in vergangenen Jahren. Für reguläre Besucher gilt das nur bedingt. Zum ersten Mal überhaupt sind am Tag der Eröffnung noch für die meisten Aufführungen Restkarten zu haben. Dazu trägt auch ihr hoher Preis bei. Wir haben ja noch mal 6% erhöhen müssen, quasi in diesem Jahr. Und da wird uns eben auch gespiegelt, ja, die Menschen sind nicht mehr so einfach bereit, gerade beim Ring, eine Woche Hotel noch dazu zu buchen, was viel teurer ist. Eröffnet werden die Bayreuther Festspiele mit einer Parsifal-Neuinszenierung des US-Regisseurs Jay Scheib. Dabei sind Teile des Bühnenbildes erstmals nur virtuell über Augmented Reality-Brillen erlebbar. Zur Verfügung stehen die, aus Kostengründen allerdings nur 330 der knapp 2000 Eröffnungsgäste. In der Pause scheint sich das auf das Zwischenfazit auszuwirken. Gesanglich ein großer Genuss, muss man sagen. Aber ich bin von der Inszenierung leider sehr enttäuscht. Weil manchmal diesen langatmigeren Szenen, wo auf der Bühne relativ wenig passiert, da ist natürlich durch diese Augmented Reality ein bisschen mehr Möglichkeit, einen mitzunehmen. Neue Ideen wagen, dafür hat er auch Richard Wagner selbst immer plädiert. Bis zum 28. August wird sich zeigen, ob das die fehlenden Zuschauer zurück auf den grünen Hügel holen wird.